Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ja, und ist es angerichtet für einen tollen Fußballabend hier in Lippstadt am 33. Spieltag der Regionalliga West. Und der Unparteiische gibt jetzt die Partie frei. Paderborn in der ersten Hälfte in Olivgrün von links nach rechts. Lippstadt in Rot und Schwarz von rechts nach links. Ilo Grevic, guter Ball auf die linke Seite. Pululu kommt da noch an den Ball. Geht jetzt ins Dribbling. Pululu, der ist enorm stark am Ball. Jetzt an der Strafraumgrenze, legt ihn nochmal auf Bravo Sanchez. Der ist nicht schlecht. Erster Abschluss für den SC Paderborn. 6 Minuten gespielt durch Jascha Brandt. Fischer lässt das hier lange laufen, finde ich gut. Altun steht wieder. Und auch hier sagt er, weiter geht's. Guter Ball. Wagner. Gegen Rohr. Geht Richtung Grundlinie, spielt den Ball flach ein. Und dann kann Paderborn klären. Durch Tristan Zobel. Mit ein bisschen Tempo. Pululu gegen 2, gegen 3. Einer zu viel, mindestens einer zu viel. Auch wenn Floto da vielleicht eine gute Option gewesen wäre. Jetzt Floto. Und das ist gefährlich. Kaba und Westphal mit einer tollen Parade. Robin Friedrich kommt da noch irgendwie an den Ball. Und dann aus der Drehung schließt er ab. Und Westphal, Gedankenschnell, kommt da zeitig raus. Und hebt dann die Hand und pariert da sensationell. Und hält hier zumindest nach 36 Minuten die Null. Pululu nimmt Fahrt auf. Jetzt mit Übersicht auf Floto, der auf Friedrich. Gute Chance. Nicht sauber getroffen, aber auch weil Lippstadt da immer wieder früh drauf geht. Sind aber dann letztlich vorm Tor. Aktuell nicht gefährlich. Floto, Holtkamp klärt gemeinsam mit Kaiser. Menzing mit der Flanke, die ist nicht schlecht. Floto mit seinem ersten Abschluss in dieser Begegnung, nachdem er 2 Chancen bereits eingeleitet hatte, jetzt mit seinem ersten eigenen Abschluss. Wünschen wir natürlich gute Besserung und hoffen darauf, dass es nicht zu ernst ist. Franke jetzt auf der linken Seite, Fischer kommt mit. Fischer, immer noch Fischer. Fischer schaut, spielt den in die Mitte. Da ist kein Abnehmer. Vorerst Rebonia, Aluminium. Die erste richtig gute Chance und dann so ein Strahl. Direkt aus Aluminium von dem gerade eingewechselten Salmin Rebonia. Und stand mehr oder weniger nur 6 Spieltage über dem Strich. Ansonsten war man immer auf einem direkten Abstiegsplatz. Jetzt der Fehler und die Chance für Paderborn. Aber sie wird nicht genutzt von dem eingewechselten Vega Zambrano, der bereits 7 Treffer erzielt hat und hier die Möglichkeit hatte, seinen 8. kurz nach seiner Anwechslung zu erzielen. Letztlich ist da nichts Ernsthaftes bei rumgekommen. Vielleicht ja jetzt kurz vor dem Ende. Bravo Sanchez mit dem Einwurf. Und der Kopfball von Menzing dann ungefährlich und kein Problem für Steffen Westphal, der es dann wieder schnell machen möchte. Vielleicht der letzte Eckball in dieser Partie für den SC Paderborn. Westphal. Kladen. Vega Zambrano. Wieder der Ball auf rechts, auf Bravo Sanchez. Das war kein Abseits. Bravo Sanchez! Steffen Westphal. Ufuk. Einmal rot.
Und jetzt ist das Spiel vorbei. Lippstadt und Paderborn trennen sich 0-0. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.